Liebe Narinen und Nachalien, im Mittelalter war es üblich, dass der Nachtwächter in größeren Städten nachts für Sicherheit und Ordnung sorgte und sagte auch teilweise die Zeit an. Zur typischen Ausrüstung eines Nachtwächters gehörten eine Stangenwaffe, eine Laterne und ein Horn. Und in der heutigen Zeit sind in einigen Städten Stadtführer als Nachtwächter unterwegs und berichten auf unterhaltsame Weise aus der Stadthistorie und über die tägliche Arbeit des Nachtwächters. Liebe Narinen und Narlis, auch bei uns in Mainz haben wir einen ganz besonderen Nachtwächter, der auf seine Weise humoristisch glossiert, was er bei seinen Rundgängen sieht und erlebt. Freuen Sie sich nun auf unsere Nachtwächter. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und viel Spaß und Vergnügen. Bitte sehr. So streichelt er den Hund galant. Doch bis
ist der Hund in mir. Der Wiesbadner schrie, das ist dreist. Sie sagten, dass ihr Hund nicht heißt. Ich sprach, der stinkt ja auch im Grund. Nur der hier ist ja nicht mein Hund. Was mir unter den Nägeln immer mehr Paare, ich kenn Flemme, lernen im Internet sich. Ich find das blöd und denke halt, das ist gefühllos eise. Meine Frau, ich sag's euch hier im Saal, lernt ich noch kennen ganz. In meiner Stammkneipe wie zerronnen, hab ich beim Pokern sie. Beim Runterschauen werd ich als Blasse. Die meisten trinken nur noch Wasser. Die wenigsten, die trinken Wein aus Angst um ihren Führerschein. Völlig grundlos gibt wohl Acht. Ich erklär euch, wie es. In ein Glas Wein sind immerhin 0,2 Promille. 0,1 Promille knapp baut unser Körper stündlich. Meine Rechnung hat herausgefunden, trink nichts, ich 24, dann hab ich und bin auch nicht Knülle, minus 2,4. Sitzung rein. Trink erst einmal 12 Gläser. Doch Adam dieses seinem Wille hab ich exakt da null. Um das zu schaffen auch im Grunde ich so exakt genau 2. Trink noch eine Flasch, mach so mein Sause. Fahr dann gemütlich selbst nach Hause. Während ich fahre, sonst wird's teuer, lass ich die Hände weg von, weil ich die brauch in jedem Falle für Flasch und Wollglasfeste. Falls mal ein Schlagloch kommt damit, ich komm am Woll auch nix. Ich hab dabei in all den Jahren noch niemals einen außer einmal nach Alise. Das war ein Wiesbadener. Jedoch Leute, dieser Mann, der war doch selber schuld. Denn als ich ihn von Weitem sah und dann Gas gab, war mir's, dass in der Zeit es dieser Mann über die Straße nie schafft. An Wiesbaden das Jahr für Jahr ich immer schon kein Gutes, obwohl ich und der Sinke Witze selbst Wiesbadener Blut, man findet es seit eh und je am kühler Grill vorbei. Ich nachts
selbst aus der Kurve raus. Im Straßengraben ganz benommen. Bin wieder zu mir ich gekommen. Voll Schürfwunden sah ich so dann. Ein Cabrio hielt vor mir an. Ne super geile Frau kam dann und fragt, ob sie mir helfen. Nur ein paar Kratzer sprach ich nein. Drauf sieh, du steigst jetzt bei mir. Nein, sprach ich, meine Frau, die ruht, die findet das bestimmt nicht gut. Mach dir keinen Kopf, sprach sie, mein Bester. Ich arbeite als Kranken. Du fährst jetzt mit zu mir 2 Stunden. Und ich verbind dir deine Wunden. Nein, sprach ich, meine Frau, die ruht, die findet das nicht gut. Zu Haus macht sie die Wunden rein. Dann tranken wir 3 Flaschen. Nein. Dann holt sie ihre Brüste raus. Oh Mann, sahen die umwerfen. Stopp, sagte ich, meine Frau, die ruht, die findet das bestimmt nicht gut. Schatzi, sprach sie, sag mal genau, wo ist denn jetzt gerade deine Frau? Da hab ich mal scharf nachgedacht und sagte zu ihr, gib mal, wenn wir sie nicht bei uns hier haben, dann liegt sie noch im Strand. Man muss aber was essen, wenn der Korn Hunger hat.
Lieber Anni, hab herzlichen Dank, vielen Dank, Spinnenliebe, danke an den Athleten. Unser Nachtwächter Anni Kuckelsberger ganz herzlich zu bedanken mit einem Räubergott, die Stunde der Töller.